Ich bin Professorin für islamische Philosophie mit dem Schwerpunkt Ethik und beschäftige mich in meiner Forschung mit Umwelt- und Tierethik, als auch mit Fragen der sozial-ökologischen Transformation von und für Theologien. Und zu diesen Forschungsfragen gehört natürlich auch die Frage nach der Bewertung von umweltethischem Handeln. Wie bewerten wir dieses Handeln als gut oder böse, als richtig oder falsch? Und mit Blick auf diesen Fragen beobachte ich in den letzten Monaten und Jahren eine zunehmende Empörung, eine gesellschaftliche Empörung mit Blick auf die Protestform verschiedener Klimaaktivistinnen. Diese Empörung ist laut, sie ist sichtbar und hörbar. Nicht so sichtbar und hörbar ist jedoch die nicht bestehende Verantwortungsübernahme verschiedener gesellschaftlicher AkteurInnen, wenn es darum geht, Klimaziele zu erreichen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite laute Protestformen, sichtbare Protestformen, die Verantwortungsübernahme zeigen wollen, die aber gesellschaftlich für eine laute Empörung sorgen. Und wir haben auf der anderen Seite stille, stille hinsichtlich einer Empörung, wenn es um fehlende Verantwortungsübernahme geht. Und genau deshalb mache ich mich stark im Kontext von Handeln statt Kriminalisieren, um genau dies zu kritisieren und danach zu fragen, welche Empörung es uns wert ist, empört zu sein, welche Empörung legitim ist und welche hinterfragt werden muss. Die Frage ist, ob es nicht eben dieser Unterbrechung bedarf, wie sie durch diese verschiedenen Klimaaktivistinnen ausgelöst werden, um uns daran zu erinnern, dass das Alltägliche nicht ewig hält. Es erinnert mich an diesen Momenten häufig auch an den Fastenmonat Ramadan, den Musliminnen jedes Jahr aufs Neue zelebrieren, wenn sie durch den Monat Ramadan dazu gebracht werden, auf Existenzielles zu verzichten, auf Essen und Trinken zum Beispiel. Das sind Unterbrechungen, die dafür sorgen sollen, uns aus dem Alltäglichen zu reißen, uns daran zu erinnern, dass das Alltägliche nicht einzig besteht. Die Unterbrechungen sind dafür da, um uns dazu zu bringen, uns mit uns selbst zu beschäftigen, selbstkritisch und ein Selbstbewusstsein zu entwickeln für das, was auf der Welt auch an Ungerechtigkeiten existiert. Diese Unterbrechungen sind wichtig und es ist essentiell. Und genau das versuchen diese Protestformen zu tun. Man muss nicht immer einverstanden sein mit der Form dieser Proteste, aber einverstanden kann man in diesen Zeiten und muss man vielleicht sogar mit der Zielsetzung. Das Ziel, für eine nachhaltige und gerechte Zukunft zu sorgen. Das sollte das Ziel von allen BürgerInnen sein, um eine intergenerationale, aber auch eine interkontinentale Gerechtigkeit zu sorgen. Und daran erinnern uns auch prophetische Traditionen, wenn man sich anschaut, wann Propheten in Erscheinung getreten sind. Sie sind in Erscheinung getreten, wenn es darum ging, Ungerechtigkeiten zu kappen, für Gerechtigkeit einzustehen. Entsprechend muss ich schon aus meinem muslimischen Selbstbewusstsein heraus dafür einstehen, diese Gerechtigkeit wieder herstellen zu wollen, als Auftrag des Khalifas, muslimisch für Beauftragter Gottes, um mich zu hinterfragen, welche Verantwortung ich als Muslima, als Mensch, aber auch als Theologin trage, um eben unterstützend mitzuwirken. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir dazu geführt werden, in den Dialog zu treten, in den Dialog mit verschiedenen AkteurInnen, die versuchen aktuell diese Verantwortung einzunehmen und gerade zu stehen und Haltung zu zeigen, in Zeiten, in denen es nicht immer einfach ist, Haltung zu zeigen. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Zeichen für eine gelungene Gesellschaft. Vielen Dank.